Ich muss ein zweites Video bezüglich Euro-Jackpot-Veränderungen ab 29.03.2022 und ihre lächerliche, angebliche Fake-Verbesserungen rausbringen. Ich bedanke mich, dass Sie das Video angeklickt haben. Hallo, liebe Freunde. Also hier auf der Spalte haben wir die Gewinnwahrscheinlichkeit bis 29.03. Schaut sie euch bitte in aller Ruhe an. Hier auf der rechten Seite haben wir die Gewinnwahrscheinlichkeit ab 29.03.2022. Gehen wir das Ganze mal gemeinsam durch. Also hier unten gibt es eine Verbesserung, eine Verbesserung, minimale Verschlechterung, genauso wie hier. Hier haben wir wieder eine ganz kleine Verbesserung. Ab Gewinnklasse 3 ändert sich das Ganze dramatisch. Und zwar, wir haben hier eine Verschlechterung um 297.635 Kombinationen. Leute, das ist ganz schön hoch jetzt. Gewinnklasse 2 haben wir eine leichte Verbesserung, aber Gewinnklasse 1, genau dort, wo wir hingelangen wollen, wo wir die finanzielle Unabhängigkeit erreichen wollen, wo der Veranstalter uns quasi das Leben erleichtern sollte. Ich meine, hier soll ja eine Verbesserung eintreten. Verschlechtert sich die Gewinnwahrscheinlichkeit um 44.493.960. Also, wir haben hier eine Gewinnwahrscheinlichkeit wie, oder fast wie bei Lotto 6 aus 49. Gehen wir hier auf der rechten Seite und zwar, ich habe die Verschlechterungen zusammen addiert. Wir kommen hier auf 44.791.630. Ihr seht, der Balken ist extrem hoch bei Verschlechterung. Verbesserung, wenn ich mir das Ganze jetzt hier zusammenziehe, komme ich auf 1.033.581. Und ihr seht, der Balken ist verdammt klein. Also bitte, was hat sich hier verbessert? Erklärt mir das mal bitte einer. Die Gewinnwahrscheinlichkeit hier oben hat sich drastisch verschlechtert. Aber genau spielen wir ja das Spiel, weil wir ja was Großes gewinnen wollen. Mit 90 Millionen Euro hätte sich jeder auch zufrieden gegeben. Warum 120 Millionen? Das ist doch noch schwieriger und noch weiter unerreichbarer und viel entferner als unsere Wünsche und quasi unsere Träume. Das, was der Veranstalter hier fabriziert hat, das ist schlicht Müll. Es geht ja darum, Profit zu erzielen. Wir sollen umso später die Gewinnklasse 1 erreichen. Damit hat der Veranstalter immer mehr Geld auf der Hand. Es gibt bei Glücksspiel keine Verbesserung, wenn der Veranstalter sich keine Vorteile beschaffen würde. Und ihr dürft nicht vergessen, Glücksspiele werden veranstaltet, damit wir verlieren. Deswegen wird der Veranstalter niemals irgendwo eine Verbesserung reinbauen. Ihr müsst euch das wirklich immer im Hinterkopf behalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Alles Gute und bis bald.